Der Echtgeld-Trade wird Ihnen präsentiert vom Börsendienst Optionsstrategien, Ihr Ideengeber für den Optionshandel. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier beim Optionsstrategien-Kanal. Und wer sich wundert, warum es heute schon wieder ein Video gibt, das hat natürlich mit dem Echtgeld-Trade zu tun. Wir haben letzte Woche am 9. November einen neuen Trade auf den Spider aufgesetzt. Und heute gibt es das erste Mal was zu diesem Trade zu berichten. Was genau, das seht ihr jetzt hier im Video. Halt, stopp! Bevor es losgeht, kleiner Tipp am Rande. Schon mal auf das i geklickt? Basiskurs Optionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskurs Optionsstrategien. Jetzt schnell bestellen! Hier finden Sie nicht bloß unsere neuesten Angebote, sondern auch weitere spannende Videos und zusätzliche Links. Also, am 9. November haben wir uns hier an dieser Stelle schon einmal gesehen, denn da war es ja soweit. Früh am Morgen kam die Meldung, dass Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wird. Die Märkte haben in der Nacht tiefrot eröffnet, die Futures gingen deutlich nach unten und früh gegen 7 Uhr setzte ja dann diese Kaufbewegung ein, die dann auch den ganzen Tag anhielt. Und wir haben euch damals hier auf dem Kanal ja einen Echtgeld-Trade präsentiert. Wir haben gesagt, okay, wir machen einen Trade live, ohne doppelten Boden. Wir zeigen euch ganz genau, was wir in so einer Situation machen. Und zwar haben wir euch, und ich kann euch das hier nochmal zeigen, in dem eingeblendeten Chart, haben wir also einen Put verkauft auf den Spider, SPY. Das ist quasi der ETF auf den S&P 500. Wir haben auch welche gemacht auf die Futures, wir haben auch welche gemacht auf den DAX, wir haben was auf einzelne Aktien gemacht. Aber das war der, den wir euch hier gezeigt haben. Und wir haben für den so ein bisschen was über 100 Dollar, ich glaube 108 Dollar waren es, die wir da eingenommen haben. Und ich habe euch ja versprochen, ich melde mich, sobald es zu diesem Trade etwas Neues gibt. Ja, und was Neues ist heute eingetreten, denn wie ihr hier im Kontoauszug seht, heute zur Börseneröffnung, pünktlich um 15.30 Uhr, machte es Kling. Und der Trade war beendet und zwar war der volle von uns anvisierte Gewinn eingefahren. Wir kaufen ja solche Optionen, Aktienoptionen, wenn wir sie verkaufen, am Gewinnziel von 50% zurück. Naja, und das war eben jetzt passiert. Und es war auch gar nicht so lange. Also wir waren jetzt gar nicht so viele Tage im Trade. Wenn ihr mal überlegt, der 9., das war der Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag. Also genau 5 Tage waren wir im Trade und haben dann in dieser Zeit also 50% des Gewinns realisiert. Das waren jetzt, das klingt jetzt nicht sehr, sehr viel, das waren 56 Dollar nach Gebühren. Aber es geht ja jetzt gar nicht darum, mache ich jetzt 50 Dollar Gewinn, mache ich 500 Dollar Gewinn oder 5000 Dollar Gewinn. Wer mehr größere Konten hat, der macht mehr Kontrakte. Wer größere Konten hat, handelt Future Optionen. Es geht ja ums Prinzip, ne? Und hier zeigt sich wieder einmal, dass es sich eben lohnt, als Optionsverkäufer in hohe Volatilität hinein zu verkaufen, weil man eben für das Risiko belohnt wird. Und wie wird man belohnt? Warum ist der Trade ein Gewinner geworden? Ja, nicht durch den Zeitwertverlust. In 5 Tagen setzt natürlich schon auch ein bisschen Zeitwertverlust ein, aber gar nicht so viel. Der Hauptgewinn kam hier über die zurückgehende Volatilität, denn der VIX, der ja an dem 9. noch bei über 20 war, ist ja jetzt mittlerweile wieder sehr deutlich runtergefallen auf roundabout 14 etwa. Und wir sehen es, der Dow Jones hat ein neues Allzeithoch gemacht, der Russell hat ein neues Allzeithoch gemacht und auch der S&P ist ja sehr, sehr schön gelaufen. Das heißt also, das hat natürlich unserem Trade auch gut getan. Okay. Jetzt konnten wir aus diesem Trade nicht allzu viel lernen, was uns jetzt persönlich nicht so sehr stört, weil den Gewinn nehmen wir natürlich gerne mit. Und deswegen machen wir es beim nächsten Mal nochmal so. Wenn wir also wieder einen Trade aufsetzen, vielleicht mal aus einem anderen Bereich, vielleicht mal ein Future Trade oder so oder ein Future Options Trade, dann werden wir das wieder genauso machen wie hier. Also an dem sofort, wenn wir ihn aufgesetzt haben, zeigen wir euch das mit Kontoauszügen, wie ihr das von uns gewohnt seid. Und vielleicht müssen wir diesen Trade dann immer mal adjustieren, sodass wir auch noch was gemeinsam davon lernen können. Als allererstes, ich gebe jetzt den Gewinn aus. Nein, mache ich natürlich nicht, der bleibt natürlich drin. Aber ich sage also Tschüss und Servus heute ausnahmsweise mal an einem Dienstag, wo ihr uns sonst auf diesem Kanal hier nicht seht. Und wir sehen uns dann morgen schon wieder hier auf diesem Kanal. In diesem Sinne, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.